mal ein bisschen rechts um die Ecke. Was hat hier Bon gemacht? Was hat hier Bon gemacht? Runnings of Shangri-La. Just buy one for them. They raised you for crying out loud. A man your age should be sending money to his family anyway. You think I can afford that? I'm barely scraping by as is. Well, then you need to leave that sorry Arakawa family and join a family with some real push, kid. Sure, you'd be their gopher for a while, but that'd still be better than how you're living now, right? You're an idiot. I swore an oath to Arakawa-san, and I never abandoned him. Aren't you an obedient little dog? Hey, I heard something real cute about you. You're babysitting Arakawa's kid? Ichi the nanny! Hey, look, the young master's the same age as me. He's not a kid. Young master? What is this, the 18th century? Besides, I'm not babysitting him. I'm his caretaker. He's been in a wheelchair since he was a toddler, you know? Oh, so he needs a big, strong Yakuza at his side every time he wants some fresh air? Arakawa's going soft in his old age. Surprise, surprise. Hey, try saying one more word about Arakawa and see what happens. Hey, Aniki. Yo. Did you give those high schoolers their money back? Yep. Never seen kids happier to see a Yakuza before. It all worked out. See, they ain't so bad. Dude, there's no reason to be happy about it. If we don't score big on our next job, the captain's going to kill us. I know that. What is our next job anyway? It's a shakedown. Our Mark borrowed 500K from a loan shark and hasn't paid back a single yen. And apparently, he's immune to Yakuza threats. We thought we'd give it a shot, so we bought the loan. Well, let's go, man. The dignity of the Arakawa family is riding on us. I hope that's not true. Hey, by the way, Captain Sawashiro said to pull out all the stops to get this money back. So we might have to rough him up. All right, so where is this clown now? I hear he hangs out around Public Park 3 a lot. I'll go on ahead and scope it out. Meet me over there, okay? All right. Yes. Get up. Guck mal, das könnte ich ja schon mal. Was ist denn da? Warte mal, was ist das? Club Sega. Tag. Witcher Fighter 2. Fantasy Zone. Was haben wir hier? Space Harrier. Was ist das? Virtual Fighter 5. Okay. Dann gehen wir zu saufen. Komm, machen wir Virtual Fighter. Astro City Caps. Was meinst du, Matze? Ich gehe nochmal zurück. Ja. Nein, ich mach mal hier die an. Mach mal an. Ja, mach mal 100 Yen da. Was ist denn 100 Yen? Ich hab keine Ahnung. Aber jetzt kannst du mal sehen, wie ich in Virtual Fighter 5 auf die Fresse krieg. Okay, ich muss mal drücken.
Vanessa Lewis. Go Hinogami, Broken House. Breakable Full Fans. Just focus on your enemy. Round one. Ready, go! Ja, da geht ja gut los, danke. Vorher eine Taste gedrückt, die nichts gemacht hat. Viereck, warum macht Viereck nichts? Bam! That it is! Auch von den Sumo-Ringen. Ja, ein hübscher. Stopp! Excellent. Gibt's das Spiel auch als Challenge oder gibt's das nur so? Gibt's das Spiel nur in Easy? Cage Mom. Guck ich da auch raus wieder aus dem Spiel? Bam, bam, bam. Round two. Ready, go. Aua. So. Ich weiß ja, wer hier der Babu ist. Okay, komme ich aus der Nummer wieder raus? Komme ich. Ich bin sicher. Ja, ja, wirklich. Ja, ja. Ich bin gespannt, wie lange das überhaupt das Spiel jetzt hier, wie viel Spielzeit das hat. Wir werden das herausfinden. So viel kann ich versprechen. Oh, Husten. Wunderschön. Da geht's raus. Helden. Jo, wir wollen jetzt aber wieder da lang. Alle mal weg hier, der angehende Ober. Ist das immer, wenn ich in die Straße einbiege, wo das Ziel ist, oder? Oh, Haneke. Is our guy here? Sure is. Look over there. Der will mich zeigen. That dude, huh? Do you know him? Forget it. Let's go. Hey there, Hiratsuka-san. Enjoying a little break, are we? Having a smoke while you mooch your ass still owes a ton of money? Oh, you think we won't beat you to a pulp? That other family went easy on you, but we won't.
The Arakawa family doesn't fuck around. If you don't want to get hurt, get out your wallet. Hey, you think I won't do it? I can't pay back what I can't pay back. That's all there is to it. I see you're still just coasting on your size, oh great Hiratsuka. How'd you know that nickname? Who the hell are you? Ah, don't you remember, pal? We used to wrestle when we were kids. You thought it was so cool to powerbomb other kids, as long as you were the only one big enough to do it. Oh, I remember. You're Soapy Ichi. And if this guy's your pal, that must mean... you ended up in the Yakuza. Shocker. And I heard you joined the JSDF only to flunk out and come crawling back here. Life's a bitch, huh? Yeah, it is. So deal with it somewhere else. No can do, pal. We gotta deal with it right here, because we're Yakuza. See, Yakuza orders are mandatory, and my orders are to get your wallet. So hand it over. I told you, I don't have any money! Come on, Great-san, let's make this easy. All I need is your wallet. I don't want to get rough with you. You understand, right? You saying that even a grown-ass man is scared of my power bombs? I'm saying I don't want to see the strongest guy in middle school tap out. Das geht jetzt um 500 Yen? Ich habe gerade 100 Yen für eine Runde Kämpfen da in der Spielhalle ausgegeben. Was hat er sich da geliehen? 1,50? Muss mal nachgucken gleich. Not this time. You be the referee. I want him all to myself. Huh? Quit jabbering and let's do this. Come on. Fight. Yeah. We will do. Wir haben einen Hammer. Wir haben einen Hammer. Mehr? Angriff? Den? Na, scheiße. Jetzt aber da. Okay. Das ist aber auch ein Profi, der Junge, ne? Er ging schon mit 5000 Yen oder so, oder? Weil ich habe jetzt 800 gekriegt. So. Yeah! Okay, aber ich muss mir jetzt nichts irgendwie aussuchen, das macht er automatisch. Und der Rest geht dann über meinen... wie können mich die Leute leiden? Rad. Okay. You're still pretty strong. But not strong enough. Say goodbye to your wallet. Yeah. Please, beat me up if that's what your boss wants. But don't take my money! Well, looky here. He did have the cash. This fucking lowlife had no intention of paying it back. Hey, wait. What are you doing? Aniki! What? Just getting all the junk out of his wallet first, man. Looks more like money to me. All right, great son. Like I said, I only wanted your wallet. Huh? Oh. Okay. Okay, let's go, Mitsu. Hey, Aniki! What's up with you? Why did you take the money? Hiratsuka won't screw us. He'll pay it off if we just give him time. How you figure that? You think he's out here working his ass off, doing construction on New Year's Eve just for fun? Didn't you notice what he was smoking? It was just a nub, man. He obviously just picked it up off the ground. Why'd he do that if he had so much cash?
Because it's New Year's. He probably wanted to buy his mom a nice meal, so he got some cash out of the bank, you know? That doesn't mean it's okay to be late on his payments. Look, you know that old candy shop just past Showa Street? Yeah, it closed last year, right? What about it? Hiratsuka's mom ran that shop. Really? She closed it because she got sick. Real sick. I went to see her in the hospital, and she was thin as a rail. But even so, she was happy, because her son was back in Kamurocho, taking care of her. So, that money Hiratsuka borrowed was... It was all for her hospital bills. Oh. But, dude, if we go back empty-handed, Captain Sawashiro's gonna kill us! We're not going back empty-handed. We were asked to snatch the dude's wallet. And look, that's exactly what we snatched. You know that's not what the captain meant. Hey, speak of the devil. For real? Hello, this is Ichiban. You're slow. I told you to pick up within 2 rings. Sorry, Captain. Don't tell me you're still out there doing collections. Just finished up the last one, sir. I'm about to head back to the office. That'd be great. Except right now you should be with the young master. Oh, yeah. Sorry. I'll be there as fast as I can. What good is that? He still has to wait for you. Why are you always slow as shit? I'm sorry, sir. Just move your ass. Komm dich wieder vor, alles gut. Alles gut. If anything happens to him under your watch, I'd have to kill you 1,000 times. Yes, I know that, sir. Stuhl, neu, grau. So you gotta go play chaperone with the young master? Yeah, damn it. I can't believe I forgot. Mitsu, take this back to the office for me. Oh, no. I'm not gonna be the one to hand this in to the captain. You just let me know when the young master lets you off your leash. I'll kill time until then. Ja. Mach dir doch eine Heißluftfritteuse. Jo! Weiter geht's. Da lang. Wie ist denn das? Muss ich was essen? Ich guck mal ins Menü und so weiter. Ich hab gar nicht Menü. Guck mal, Aufgaben können wir uns angucken. Ich muss zur Masatos Wohnung. Okay, haben wir ja gerade gelernt. Oh, Skills. Okay, also ich habe noch keine freigeschaltet, außer den einen. Einstellungen kann ich ändern. Okay, ich kann Shortcuts dann reinmachen. Und dann macht er den. Guck mal. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. So, Gegenstände. Habe ich schon irgendwas eingesammelt. Und noch ein Lachs-Onigiri. Die heilen mich. 3 Stück habe ich. Okay, Thunfisch-Onigiri. 50. Legendärer Verbandskasten. Hat eins einem legendären Idol. Nix, 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 nix und nochmal nix. Okay. Aber wir haben Onigiri. Hatte ich heute auch schon. Stimmt, hatte ich heute auch schon. Was haben wir denn da? Ausrüstung. Ich habe bloße Fäuste. Okay. Ah, okay. Ich kann mir hier auch dann Waffen wahrscheinlich besorgen und Ausrüstung allgemein. Und auch nochmal Accessoires. Und, oh, wenn ich Viereck drücke, macht er automatisch die perfekte Ausrüstung. Das macht es sehr zugänglich. Ich muss niesen. Gucken wir weiter. Gruppe haben wir gerade noch nicht. Wir sind hier alleine. Status ohne Ausrüstung. Okay, Job Rang 2. Entschuldigung. Aber der wollte jetzt. So, Job, den nur Ichiban ausüben kann. Ich bin für den Job qualifiziert. Kasuga prügelt sich mit bloßen Fäusten und setzt seine Wrestling-Moves ein, um Gegner bewusstlos zu machen. Ein Job mit Angriffskurs, bei dem Kasuga terrainbasierte Skills erlernen kann. Ja, du bist so eine süße Katze. Ja. So, weiter. Okay, also das ist, der Job hat jetzt keinen Namen, aber den kann auch nur ich machen. Das ist quasi Prügeln mit Wrestling-Moves und
Immer schön mit der Faust. Wahrscheinlich kriege ich dann gleich so Schlagringe oder sowas. Gut. Smartphone habe ich noch nicht, kann ich mir nicht leisten. Deswegen hat die mich auch nie angerufen von der Kneipe da. Dragon Card. Einstellungen. Haben wir denn da noch Schönes? Okay, das ist alles soweit. Soweit, so unwichtig. Ich bleib allerdings auf englischer Sprachausgabe. Das passt zwar manchmal nicht exakt mit der deutschen zusammen, weil die deutsche wohl, so ist mir gesagt worden, meistens von der japanischen übersetzt wird und die englische dann nochmal gerne ein bisschen Interpretationsfreiheit sich nimmt. Aber sollte dann jemand im Englischen zuschauen, versteht er wenigstens etwas. Versteht er mich schon nicht, die Untertitel nicht und dann kann er wenigstens Englisch. So. Aber wir gucken jetzt weiter. Ist das das gleiche? Da waren wir schon, ne? Genau. Wir rennen wieder. Ach, guck mal, da komme ich wieder nicht weiter. Ne? Da ist jetzt wieder hier, da ist jetzt Ende. Gut, aber hier ist dann halt mein Ziel, hier ist ein Taxi. Stimmt, ich muss von hier einsteigen und dann passt das. Ziel auswählen, Wohnung des jungen Herren. Wunderbar. Hey, miss! Where's the young miss? I mean, have you seen Masato Arakawa? I'm very sorry, but I haven't seen him today, sir. Damn it. Sorry I'm late, young master. Something came up while I was doing collections. Anything else you want to announce? Masato Arakawa. Sorry. Ist auch eine Wendung, ne? Der Sohn des Paten. Ich weiß, die heißen nicht so, aber da ist sitzt im Rollstuhl. Did you forget what day it is? Of course not. It's Yumino-san's birthday, right? Okay. You didn't come without a gift, did you? No, I brought something. It's just I didn't have much, so it's not the greatest. Whatever. As long as you didn't tell Dad about this, you did it. Did you? Of course not. If he asks where you went, just tell him you went shopping. Yes, sir. The old fool. He still treats me like a child. He's just worried about you. You mean a lot to him. Don't talk like you know me. Sorry. Okay, also sie sind wirklich dann auch nur im quasi Angestelltenverhältnis. Da sind die jetzt nicht Kumpels. Also, hätte ich jetzt eher gedacht, dass die so ein Alter, dachte ich, die agieren mehr auf Augenhöhe, aber wahrscheinlich für mich auch einfach nur die Eintrittskarte in diese Familie. Hier war ein sehr von Zwischensequenzen geprägtes Spiel. Story. You okay, young master? I'm fine. We're almost there. Wait, don't go in yet. Duck in here for a sec. Okay. In the bar. Nee, in Hauseingang. Gut.
Zertan. What is that? The latest and greatest ephedrine injector. I had it imported. It's a specialized performance enhancer. It stimulates the sympathetic nervous system, so even someone with my condition will be able to stand and walk just like anybody else. The effect will be immediate, but it won't last more than a few hours. But how? How did you get something like that? Today is my woman's birthday. I can't embarrass her by going in there like this. That sounds crazy, though. Don't you think it's kind of risky? No. It just hasn't been approved for use in Japan. That's all. Injected here. Huh? None of this sounds good to me, young master. We don't really know what else it might do to you. You're a fucking wuss. Aua. Young Master? Young Master? Young Master? Schwede, was ist mit dir? Jetzt können wir aufstehen, oder was? Das ist ja super. Let's go. Young Master? Das stimmt Adenochrom, hör mal.